Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day- und Swing-Trading-Sektion der Formationstrader am Donnerstag, den 5. Juni 2014. Und wir erwarten in wenigen Stunden Mr. Draghi mit seinen Aussagen. Und deswegen ist die heutige Aussage auch so ein bisschen, also entschuldigen Sie, die heutige Analyse von mir, ein bisschen charttechnisches Schattenboxen. Denn wenn Herr Draghi kommt und spricht, dann wird das den Markt ordentlich durcheinander werfen. Vielleicht gucken wir einmal, was wir gestern miteinander besprochen hatten. Ich habe hier eine Linie mittlerweile weggenommen. Ich hatte Ihnen gesagt, wann immer der Markt eine solche Bewegung macht und dann seitwärts läuft, hat der Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Wir haben das auch über unsere Triggerliste live für Sie getradet. Wir hatten gesagt, der Markt hat Potenzial, bis hier unten hinzulaufen, zumindest in Richtung 9850 zu laufen. Aber wir kommen hier zurück. Wir haben auch ganz bewusst hier dann unser Stop-Loss enger angepasst, haben hier ungefähr 30 Punkte mitgenommen. Wunderbar. Und danach galt es sowieso zurückhaltend zu sein, weil dann die neu geschaffenen Stellen im privaten Sektor vorgestellt worden sind. Wir haben hier einen abwärtsgerichteten Trendkanal, den wir bullisch aufgelöst haben. Ich habe so ein bisschen meine Probleme, das als Bullenflagge zu bezeichnen, weil wir erst ein bisschen seitwärts laufen, dann laufen wir abwärts und jetzt brechen wir das nach oben. Wie gesagt, wenn gleich der Draghi kommt, also sagen wir, erst kommt die EZB-Entscheidung, dann passiert das eine mit dem Markt und dann redet Herr Draghi und dann wird er sowieso ganz viel hin und her gezacke machen. Man kann sich Folgendes merken. Alles, was der Markt hier in Richtung 9,8, 9,87 macht und die Kurslücke schließt, ist große Unterstützung. Da hat der Markt Potenzial, nach oben zu laufen. Alles, was per Stundenschlusskurs oberhalb der 10.000 ist und nicht während Herr Draghi spricht und auch nicht eine halbe Stunde später, sondern am besten nochmal anderthalb Stunden später, nachdem er mit seiner Rede fertig ist, hat Potenzial, eine dynamische Fortsetzung zu machen in Richtung 10.200, 10.300 und so weiter und so fort. Wir haben die letzten Tage uns ja sehr, sehr viele deutsche Aktien angeguckt. Wir hatten gesagt, Leute, das ist ein bullischer Markt, aber wir sind überkauft, wir wollen vorsichtig bullisch sein, so handeln wir auch. Wir haben hier Linde gekauft, diese Position können wir auch halten, werden wir auch halten. Es ist nicht so viel Risiko, was wir im Markt haben. Unsere andere Position, Deutsche Wohnen, haben wir Teilgewinn realisiert, der Markt kommt jetzt wieder zurück, haben hier kein Risiko mehr im Markt, können wir die Position weiter drin lassen. Was uns sehr interessiert ist LPKF Laser. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn der Markt hier zurückkommt, in Richtung 15 Euro geht. Und wir machen gestern 15 Euro 10 Cent. Ist sehr, sehr interessant auf der bullischen Seite. Wir haben das über unsere Triggerliste nicht gehandelt, weil heute Herr Draghi spricht, morgen Arbeitslosenzahlen der Amerikaner sind, wollen wir hier erstmal nichts machen. Es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus mit dieser bullischen Keilformation, die mit Volumen bullisch aufgelöst worden ist. Und man muss sagen, über den Stundenchart sieht das auch total interessant aus. Das sieht nämlich aus im Kleinen wie eine Art Bullenflagge. Schauen Sie, das ist die Stange, das ist die Flagge. Und das ist also die Konsolidierung dieser Bewegung und der Fortsetzung erscheint deutlich wahrscheinlicher. Aber wir wollen nicht in die Entscheidung der EZB hinein traden. Was ich Ihnen zeigen möchte, ich hätte gesagt, heute gucken wir mal so ein bisschen über den großen Teich auf den amerikanischen Marken. Ich möchte Ihnen den Biotech-Index zeigen. Also der Biotech-Index hat ja eine wahnsinnig dynamische bullische Bewegung gemacht. Schauen Sie an, das ist der Index, das ist ein ETF. Von 130 laufen wir hier auf knapp 280. Also das ist eine Verdopplung und das Ganze läuft dann ab zwischen Oktober 2012 und Februar 2014. Jetzt ist er massiv abverkauft worden und das Gefühl ist, Mensch, das ist ja jetzt wieder billig, das muss man kaufen. Viel Volumen hier im Bereich der Unterstützung. Keine Frage im Bereich dieser übergeordneten mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Allerdings muss man auch wissen, wir sind hier in einer bullischen Konsolidierung, die bullisch aufgelöst worden ist. Wir haben eine Widerstandszone, die vielleicht nicht ganz so stark ist im Bereich von 245. Aber die nächste größere Widerstandszone, die kommt dann bei 253. Und das ist auch hier mit Volumen. Schauen Sie sich das an, wie wenig Volumen da ist. Und dann macht es so Pop. Und dann ist Volumen da. Und das wird so richtig mit Volumen abverkauft. Und das ist eine sehr, sehr entscheidende Widerstandsmarke und es wird eher schwer, dass der Markt hier durch diese Zone durchgeht. Und das ist auch der Grund, warum wir hier nicht mittelfristig bei den Biotech-Aktien irgendwas machen wollen. Also wenn Sie sich das hier anschauen, zum Beispiel Biogen, schöne bullische Bewegung, jetzt wieder ein Aufwärtstrend, tief, höheres Hoch, Seitwärtskonsolidierung, kann bullisch aufgelöst werden, 330, ganz, ganz große Widerstandszone. Schauen Sie sich das mal an, wie viel Volumen in diese Kerze reinkommt. Es wird schwer sein für die Biotech-Aktien, hier durch diese Widerstandszone durchzugehen. Und deswegen ist es im Grunde genommen im Moment nicht die richtige Zone, um was bei den Biotech-Aktien zu machen. Eher muss man gucken, ob der hier anfängt, eine Trendumkehr zu machen. Durch diese Kerze
wird Biogen aller Voraussicht nach mit dem Volumen nicht durchkommen, weil zu viele Leute hier noch Positionen hatten und die warten, dass der Markt in diese Richtung kommt, damit sie dem dann noch einen mit drauf geben. Was ich Ihnen zeigen kann, eher konservativer, aber auch sehr, sehr stark. Visa, gucken Sie sich das mal an, von 50 eine bullische Bewegung in Richtung 216 haben wir auch immer wieder auf der bullischen Seite mit unseren Mentorschülern auf der bullischen Seite getradet. Jetzt hat der Markt schon eine ordentliche Konsolidierung von 10% hingelegt, kann man fast schon von der Korrektur sprechen. Wir machen hier, ich nehme den nochmal kurz weg, das ist nur so eine Schattenlinie. Wir machen hier ein Dreieck. Das Dreieck hat noch Potenzial für die eine oder andere Richtung. Warten wir in aller Ruhe. Wenn der bullisch aufgelöst werden sollte, wollen wir Volumen auf der bullischen Seite sehen. Ansonsten traden wir das hier nicht auf der bullischen Seite. Im Moment ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt reinzugehen. Was man gleichzeitig nämlich wissen muss, ist, das kann auch bärisch aufgelöst werden. Denn das kann hier auch eine Art Bärenflagge sein. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Und wenn sie bärisch aufgelöst werden sollte, schauen Sie sich das an. Hier Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und Volumen dabei ist, sind wir unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Dann hat der Markt sogar Potenzial, etwas hier auf der bärischen Seite zu machen. Eine letzte Sache, die ich Ihnen zeigen möchte, ist, ja, ich habe ganz bewusst gesagt, heute machen wir den amerikanischen Markt, ist ETF der Transportation-Aktien. Und die sind ja so wahnsinnig stark gelaufen. Also wenn man sich zum Beispiel. Ich zeige Ihnen mal zum Beispiel, damit Sie mal so wissen, wovon wir sprechen, wenn ich ein UPS zeige. Also UPS, wahnsinnig starke bullische Bewegung, wie der gesamte Index hier, beziehungsweise wie dieser Sektor. Jetzt bin ich gerade auf den falschen gekommen. So, wir haben hier einen Trendkanal. Oben, unten, oben, unten, oben und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir da oben an, brechen aus und kommen wieder zurück. Das ist mehr bärisch. Das ist mehr bärisch. Wenn der Markt hier bullisch werden möchte, muss der hier aus einer wirklich sehr, sehr langen Widerstandslinie, ich zeige es Ihnen einfach mal über den Wochenchart, dann sieht man das nämlich besonders gut. Schauen Sie sich das an, von wo das hier kommt, nämlich von 2008. Da auszubrechen wird schwer. Und wenn Sie das hier mal angucken, das ist alles gesund, 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 Dynamik, Konsolidierung nach oben, nochmal nach oben, Konsolidierung nochmal nach oben, schwer. Der Markt hat kurzfristig durchaus. Jetzt nicht Transportation ETF. Der Markt hat kurzfristig durchaus Potenzial für eine bullische Bewegung. Und dann müssen wir gucken, ob wir tatsächlich nochmal darüber hinaus uns was Bullisches draufpacken können oder nicht. Im Moment warten. Freeze auf das, was Herr Draghi sagt. Und scheint dann eher interessant, was bei den europäischen Aktien, was bei den europäischen Banken passieren wird. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir heute Abend wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Rohstoffen. Und selbstverständlich gibt es morgen wieder eine Ausgabe zu den Indizes und zu den Aktien und Forex-Setups im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster. Nicht zu vergessen natürlich die Ausgabe von Silvio nachher zu den US-amerikanischen Indizes. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.